In der heutigen Podcast-Folge erfährst du, warum ich gleich aufräumen werde für mein persönliches Seelenheil, warum ich mich heute total königlich fühle und warum mir heute die Sonne aus der Piep scheint. Ja, denn es geht heute um das Kronenchakra. Und ich bin jetzt direkt nach der Yogastunde hier vor die Kamera gesprungen für diese Podcast-Folge oder aber vors Mikrofon, je nachdem, wo du diesen Podcast konsumierst. Du kannst ihn ja hören oder sehen bei YouTube. Und ich habe gedacht, nein, du musst es direkt nach der Yogastunde machen. Ich habe zwar einen riesen Kohldampf und möchte eigentlich am liebsten jetzt erstmal essen, weil mein Magen knurrt. Auch ich hoffe, du hörst es zwischendurch nicht. Aber ich wollte einfach mit diesem Yoga-Glow, der nach dem Essen ja so ein bisschen verschwindet, wollte ich einfach diese Folge hier einsprechen. Ja, so, ich merke das, ich schwebe wirklich auf Wolke 7. Ja, es geht um das, ging in der heutigen Live-Yoga-Stunde im Mitgliederbereich um das Kronenchakra. Und das befindet sich ja in der Scheitelregion und darüber hinaus. Und das ist unsere Verbindung zum Universum. Ja, muss man dran glauben? Nee, muss man nicht dran glauben. Kann man dran glauben? Vielleicht kann man auch einfach nur ein bisschen offen sein, sich das vorzustellen. Und bei diesem Chakra geht es um diese Verbindung, die wir alle haben. Und die Yogis sagen, dass wenn wir uns unglücklich fühlen, deswegen das so ist, weil wir denken, dass wir getrennt sind. Weil wir denken, wir sind getrennt von den anderen. Wir spüren aber in uns, dass wir eigentlich ein Teil sind von etwas Großem und Ganzen. Und deswegen wollen wir uns verbunden fühlen. Aber wenn wir vergessen, dass wir halt auch energetische Wesen sind und nicht nur diesen Körper hier haben als das, was wir anfassen können, sondern einfach auch noch den Energiekörper haben. Wenn wir denken, dass wir begrenzt sind durch das und getrennt sind von anderen, dann kommt es zu Leid und Unglück und und allen möglichen anderen unguten Dingen, weil unsere Seele halt spürt, sie ist eigentlich ein Teil von etwas Großem und Ganzen. Und dieses Kronenchakra und deswegen auch so dieses, warum es heute königlich wird, ja, das soll uns einfach daran erinnern, dass wir halt einfach wirklich ein Teil des Göttlichen sind. Wir sind nicht nur königlich, königlich ist viel zu wenig, sondern wir sind ein Teil dieses ganzen Göttlichen, dieser ganzen göttlichen Energie. Man kann einen Gott nennen, kann man anders nennen, aber wir sind ein Teil von etwas Großem und etwas Ganzem. Und vielleicht, ja, bist du jetzt gar nicht mehr da, dann hörst du natürlich jetzt auch nicht weiter, was schlecht ist, weil du dir denkst, die hat vollkommen eine Marmel. Was erzählt die da mit dem großen, ganzen Göttlichen? Die ist da vollkommen bekloppt, ne? Ja, gibt's ja viele Leute, die das von mir denken. Deswegen ist schon okay. Ich verstehe das, weil ich weiß ja, ich bin ja nicht bekloppt, ich bin ja Teil von einem großen Ganzen. Nein, Scherz beiseite. Wenn das so ist, dass man das überhaupt nicht ertragen kann, diesen Gedanken, dass da irgendetwas sein soll, dann ist das ein Zeichen dafür, dass Energie blockiert ist in diesem Chakra, ja, dass die Energie einfach dort nicht so im Fluss ist. Und dann fällt es uns total schwer, an Spirituelles zu glauben. Es muss ja nicht immer Gott oder Kirche sein. Das ist was, finde ich, was etwas ganz anderes. Spiritualität geht auch auf viele andere Wege und Möglichkeiten, unabhängig von einem Gottesbild oder einer Religion. Sondern ja, wenn es uns einfach schwerfällt, an etwas Übergeordnetes zu glauben, was da irgendwie noch außer uns ist, dann deutet das, wie gesagt, darauf hin, dass wir vielleicht ein bisschen mehr uns damit beschäftigen sollten, mit diesem Chakra. Es geht aber auch in die andere Richtung, dass wir nämlich total abheben und nur noch so ganz spirituell und sonst so denken, nee, dieses Irdische, das ist wie alles auch. Ich will das eigentlich nicht. Am liebsten will ich diesen Körper ablegen und nur noch in Meditation schweben und gar nicht mehr da sein. Das ist ein überaktives Kronenchakra oder Scheitel- oder Sahasrara-Chakra, ja, auch nicht gut. Denn es ist schon wichtig, wie in allen anderen 6 Folgen vorher schon erwähnt, dass wir in der Mitte bleiben. Die goldene Mitte, das ist nämlich das Ding. Wenn du die anderen Folgen dir noch nicht angeguckt hast, dann mach das oder angehört hast, sind hier alle hochgeladen. So, ja, also, dabei waren wir stehen geblieben. Was soll uns das jetzt bringen, dass wir uns mit diesem Chakra beschäftigen? Was bringt uns das, dass wir uns verbunden fühlen mit allem? Ja, dieses Gefühl von, diese Zufriedenheit, dieses wunschlose Glücklichsein. Ja, das ist doch das Allergeilste. Und manchmal gelingt es mir in der Meditation, diesen Zustand, zu erreichen,
Ich, ja, für kurze Momente, so eine kurze Vorschau darauf. Vielleicht hattest du das auch schon mal, dass du so in der Meditation gesessen hast und du hast, da kann man natürlich auch ein bisschen süchtig werden, so dieses tiefe Gefühl gehabt von, ich bin einfach so glücklich. Vielleicht kamen dir sogar schon mal die Tränen. Wenn das nicht so ist, auch alles mit dir in Ordnung, ne? Don't panic. Aber vielleicht hattest du das auch schon mal, so eine Zufriedenheit, wo du nicht wusstest, woher die gerade kommt. Und ich hatte das nach dem Heilfasten mal. So ein Gefühl und habe gedacht, ja, das hängt halt alles miteinander zusammen. Und ich habe dir gesagt, warum ich jetzt aufräume heute für meinen Seelenheil. Naja, weil wir beschäftigen uns in dieser Woche im Mitgliederbereich halt viel mit dem Kronenchakra, mit dem Scheidechakra. Und eine Möglichkeit, wirklich etwas zu tun für dieses Energiezentrum, neben Yoga-Übungen, neben Meditation und Bewusstsein und bestimmten Düften, wie zum Beispiel Weihrauch, macht ja auch nicht unbedingt jeder, ne? Ist es, sich von äußeren Reizen fernzuhalten. Gut, jetzt kann man sagen, Fernseher aus, Handy aus, hat ja schon gut geklappt, ne? Aber ich werd mir diese Woche ein bisschen Mediendetox auch machen. Aber es ist, äußere Reize heißt auch so, wenn so viel Krusch rumsteht, ne? Also ich möchte heute mal so ein bisschen räumen, ein bisschen mehr cleaner alles machen und ein bisschen mehr Ordnung auch um mich herum schaffen, ja, um einfach so ein bisschen mehr Klarheit für mich zu gewinnen. Und wenn man so nach so anderen Traditionen geht, wie Feng Shui und so, da heißt das ja auch, ne, alles, was so rumsteht, das hat ja auch wieder Energie oder beziehungsweise lässt die Energie so nicht im Raum gut und, ne, und wollen wir nicht. Und deswegen ja, steht Aufräumen jetzt für mich heute und die nächsten Tage auf dem Programmpunkt. Ja, das werde ich tun. Und Mittwoch gibt es dann eine weitere Live-Stunde für meine lieben Membershippies. Und du kannst auch gerne dabei sein, wenn du möchtest. Hier unter diesem Video oder unter der Podcast-Folge oder wo auch immer du jetzt guckst oder hörst, da ist ein Link für die Probewoche. Kannst du mal vorbeikommen auf der Yoga-Insel und mal schauen, wie es dir bei uns gefällt. Mittwoch ist wieder Live-Yoga, gibt es eine weitere Stunde und ich freue mich schon riesig darauf. Natürlich habe ich immer ein Konzept für diese Stunden und so hatte ich auch für den heutigen Morgen ein Konzept für diese Stunde. Und ich habe mir auch super viel Wissen eingeeignet über die letzten Jahre. Aber so das letzte Quäntchen, und wenn du dir die Meditation anguckst, die ich, wie ich finde, sehr, sehr schön geworden ist, das letzte Quäntchen, die ganzen Worte, die dann sich aneinanderreihen in der geführten Meditation, die wir dann zum Ende haben, die kommen gar nicht von mir. Also die kommen zwar aus meinem Gehirn, aber ich habe heute wirklich, wirklich das Gefühl gehabt, das kommt von irgendwo anders her. Und das ist nur durch mich geflossen tatsächlich. Und das war wirklich so, so, so schön. Und ich hoffe, ich konnte das heute auch in der Stunde weitergeben, was mich natürlich total freuen würde. Und ja, da kann man halt, also es sind für mich immer wieder, ich bin nicht überrascht, aber ich bin immer wieder beseelt, wenn ich sehe, wie klar doch alles ist und wie, dass es keine Zufälle gibt und wie sehr man eigentlich doch etwas Höherem vertrauen kann, ohne dabei doof zu sein oder, sage ich auch immer wieder, wie so ein Lemming da den Berg runter zu laufen. Das natürlich nicht. Mit dem notwendigen Menschenverstand und mit aller geistiger Klarheit. Und das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, aber trotzdem dürfen wir auch ab und zu mal ein bisschen uns verlassen auf etwas Größeres, glaube ich, und ein bisschen loslassen. Und dann ist das Leben so viel leichter. Es fühlt sich dann nicht so anstrengend an und wir zerdenken dann auch nicht alles, weil wir, wenn man einfach mal so abgeben kann, so oh, wie die Zeit, wo man einfach ein Kind war, ja, wo noch einer war, der sich irgendwie um alles gekümmert hat. Ja, das ist das auch für mich so ein bisschen. Einfach diese Leichtigkeit im Leben dadurch zurückzugewinnen. Ja, und so mache ich es mir heute ganz leicht. Und so ist diese Podcast-Folge vielleicht auch ein bisschen spiritueller als die davor. Das liegt aber einfach an der Energie, die gerade in mir drin ist und an dem, was ich gerade fühle. Und ihr bekommt immer alles 100% real. Also immer das, was gerade in mir drin steckt. So, und wieder gibt es kein Skript zu dieser Folge, kein Ablesen, kein Nichts. Es kommt alles von Herzen, von mir für dich. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir aus deinem Herzen auch ein paar Zeilen vielleicht hier drunter lässt oder vielleicht eine Bewertung für den Podcast. Würde ich mich auch sehr darüber freuen, wie es dir gefallen hat. Und ja, das wäre sehr, sehr schön, wenn wir uns darüber connecten könnten. Meine Liebe, bleib großartig. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ja, die Chakra,
Die Chakra-Reise, die Chakra-Hörreise ist dann hiermit beendet mit dem letzten und siebten Chakra. Und nächste Woche gibt es ein neues, spannendes Thema. Da werden wir wieder so ein bisschen irdischer, ein bisschen körperlicher, ein bisschen lustiger auch werden. Aber ich finde, es muss auch ab und zu mal ein bisschen Raum geben für Wunder und für Magie. In diesem Sinne, bleib großartig und wir sehen uns wieder.